Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu 4-3 mit dem Ut-Ut. Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder ins Kampfgetümmel rein und wir müssen hier an der Seite diese komischen gelb-schwarzen Dinger, die da, wenn die aufleuchten, müssen wir die zerstören. Genau diese da. Ja, genau da. So, der erste ist schon mal kaputt. Oh, ich brauche Körper. Na, verdammt! Ich hier voll rumliegen. Aber egal, wo ich mich, in welche Ecke ich mich verfrachte, ich bin überall angeschossen. Oh, da hinten leuchtet es wieder, dann mache ich mal kaputt. Aua! Ich glaub, ach, doch nicht schon wieder! Ne, da hinten ist noch einer. Ja, und ich lieg hier tot rum. Ah. Ja. So macht man's nicht. Auf alle guten Dinge sind drei. Wie man so schön sagt. Ja, hoffen wir mal, dass wir es jetzt auch hinkriegen. Es muss doch hier irgendwo eine Ecke geben, wo ich mich verschanzen kann, ohne direkt beschossen zu werden. Aha. Ich komme zu dir gekrochen. Was zum Henker? Hier, komm links, links, links. Das ganze Gewusel hier wegmachen. Flashbang! Bam! Oh, die schießt schon wieder von allen Seiten hier. So, das müsste jetzt, glaube ich, gewesen sein. Scheint so, ich sehe nix. Ah, welch ein Chaos. Wo ist das Mistvieh? Nicht da. Okay. Weil hätte ja sein können, dass jetzt die erste Runde quasi für mich war, da mit diesem komischen Mac, und die zweite Runde wäre dann für dich hier gewesen. Nee, das kommt ein bisschen anders später. Ach, da unten geht's weiter. Ja. Oder so. Ach, war finaler Kampf. Okay. Ich dachte, sie würde sich freuen, uns zu sehen. Ich wusste, dass du nach mir suchen würdest, wenn du noch am Leben bist. Wo zum Henker hast du gesteckt? Auch egal. Ich habe hier etwas, das ihr euch ansehen müsst. Sein Name ist Michael Beckett, Delta-Eingreiftruppe. Offensichtlich hat er sich in Armacams Geheimprojekt verstrickt. Alma. Siehst du, Familie, wie ich es dir die ganze Zeit gesagt habe, Bruder. Dieses Miststück ist ganz verrückt nach mir geworden. Das denn keiner? Warum hat man sie bloß erschaffen? Was sollte sich aus diesem Albtraum Positives ergeben? Sie hat mich vergewaltigt. Habt ihr verstanden, Armacam? Sie ist verdammt nochmal schwanger!
Wir müssen sofort handeln. Das darf nicht geschehen. Als ob sie über alles Bescheid wüsste. All diese paranormalen Anomalien sind wie, ich weiß nicht, wie wen. Nach deren momentaner Stärke bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Seid ihr mit dabei? Keine Ahnung, sind wir das? Denke schon, oder? Hey, ich bin der Lieblingssohn, yay! Ja, nicht schlecht. Ja. Hey, guck mal hier, Missionszeit 32,7 und wir haben es, ja, unter der Zielzeit. Ja, mal wieder. Ja, direkt weiter. Sah ich, wie die Armacan ihre EPA-Startrampen in die Passagiertransporte einbauten. Jetzt ergibt das Sinn. Wir müssen uns einen schnappen, wenn wir Beckett noch rechtzeitig erreichen wollen. Dem euch gezeigten Band zufolge hat Armacan Beckett eingesperrt. Er wird wohl irgendwo in Port Authority auf seinen Abtransport warten, wie alle anderen auch. Ja, aber was lernen wir daraus? Unsere allzeit geliebte Mutter ist mal wieder total durchgeknallt und schwanger, wie immer. Mal wieder. Oh, Motion. Ja, ich kann mich nicht schnell bewegen gerade. Oh, Waffen! Victor 3-9, that's a negative on evac at this time. Continue holding position. Copy that. Man kann ja jetzt mal die Frage in den Raum werfen. Will man das gute Ende sehen oder das böse Ende? Mir wurscht. Kommen wir jetzt schon zum Ende oder was? Nein, nein, das dauert noch ein bisschen, aber. Gut. nur mal so also vorab die Frage. Also ich weiß nicht, ich denke mal, die meisten Leute wären eher für das böse Ende, deswegen denke ich mal, sollten wir das so machen. Ja, dann müsste ich da Pünktchen sammeln. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, wie man das beides machen könnte, dass wir also beides in der letzten Aufnahmesession machen könnten. Ja, kommst du da durch? Ah, okay. Theoretisch müsste man bloß, glaube ich, die letzte Mission, glaube ich, neu starten. Denke ich mal, machen wir die zweimal, die letzte Mission. Moment, ich nehme mal eben die Shotgun hier noch mit. Oh, mach das, so. wenn ich mich jetzt nicht irre, heißt es. Ja, wir versuchen es einfach mal. Also, Freunde, wenn wir es nicht hinbekommen mit der letzten Mission, beziehungsweise, dass halt beide Seiten gezeigt werden können, tut's mir leid, aber es geht halt nicht anders. Dann heißt es halt nochmal durchspielen. Kommst du da durch? Nee, ich nicht. Hier geht der Trick nicht. Ah, Moment. Ich glaube hier drin. Hier hinter der Wand ist noch ein Baum. Kann man auch nicht sprinten, das ist blöd. Geht's da weiter? Hier ist noch ein Seelenband. Hier, hol dir das mal.
Info. Was da hinten? Ja, warte, noch nicht. Lass die mal noch kämpfen. Waffen. Wow. Wo ist er denn noch? Ach, da oben. Ja, echt, hinter der Kiste hing auch noch einer. Hallo? Boah, aua, aua! Ab nach oben. Ich geh mal nach hier oben. Ja, puh, lass mich an das Herz. Den krieg ich nicht, links neben der Wand ist noch einer. Meinst du den da? Ja, ja, direkt dahinter ist einer, genau. Achtung, hinter dem Tor sind 1, 2, 3. Ach da, ja, ich sehe sie. Wow. Mitte ist noch einer und rechts ist auch noch einer, glaube ich. Du musst nur, mir geht die Munition aus, ah, ich muss eh den Körper verlassen. Ja, ich komme. Granate! Gut, wenn Munition, falls du brauchst. Oh! Was haben wir denn hier? Warte, ich komme. Ja, ja, ich komme. Hier geht's weiter. Aber was ich mich gerade frage, bei der Ollen da, woher wusste die, dass wir zu zweit sind? Also, Gute Frage, weil eigentlich existiere ich ja nicht. Ja, du bist eigentlich nur ein Geist. Oh, das ist Munition. Ah, Leiter. Hä? Ah. Ah, Jin lebt noch. Grillparty? Yay, yeah, Barbecue! Lass uns einmal einladen! Da brauchst du aber eine dreifache Portion. So Geburtstagsparty, nee, ja. Party zur Geburt. Da spring ich jetzt aber nicht runter! Da ist ein Körper, den hole ich mir mal. Hallo Freunde, bam, hier gibt's einen. Achtung, Bock. Person von hinten. Nahkämpfer. Welches hinten? Ach, da hinten. Aua, ey! Oh oh. Kommst du da irgendwie runtergekrochen? Ja, ich krumme. Ich falle. Wow. Weil da oben bin, wäre ich jetzt nicht nochmal hingekommen. Granate! Selbstmordattentäte mal wieder. Oh komm jetzt. Hört das hier auch mal auf? Sage mal. Ich glaube, wir müssen da hinten rein. Irgendwo. Ja. Ja, ja, die Probleme hier kommen massenweise von den Kerlchen. Granate. Ah, nee. Munition. Und wieder zwei Typen, die was auf die Kusche wollen. Ah, hier hinten, habt gefunden. Hast du einen Durchgang? Jo. Ah, sehr gut. Kannst du noch rumdrücken? Bin ich ein Körper? Ja. Sackgasse. Oder? Kommt man da rüber? Ah!